Kirchlich ist mein Mann vor Gott, ist er noch mit seiner Ex-Frau verheiratet. Da hinten ist der Max. Da. Seht ihr? Ich habe noch was vergessen zu sagen. Bevor wir ins Video starten, wollte ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ich wollte euch Gesundheit, Glück und Zufriedenheit wünschen, auf das alles gelingt, was ihr euch wünscht im neuen Jahr. Ich weiß nicht, ob wir uns vor dem 31. Dezember nochmal wiedersehen werden. Das erfahrt ihr gleich in meinem Video. Warum, wieso, weshalb. Das steht nämlich alles noch in den Sternen. Das wollte ich jetzt ganz kurz noch davor sagen. Und ich habe das Video gerade abgedreht. Holt euch was zu trinken und zu essen. Es wird etwas länger. Habt ihr ja wahrscheinlich jetzt gerade schon gesehen. Und ganz viel Spaß. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr gesund und glücklich wieder. Bis gleich jetzt im Video, wenn ihr versteht. Voll kompliziert, aber so bin ich. Also bis gleich. Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es endlich das gewünschte Fragen und Antworten Video für euch. Es sind wirklich ganz, ganz viele Fragen zusammengekommen, wofür ich mich natürlich ganz herzlich bei euch bedanken möchte. Auf Snapchat und auf Instagram habe ich viele Nachrichten erhalten und ich habe mir tatsächlich zu diesem Video ganz viele Gedanken gemacht, ob ich mich dazu schminken soll, mir die Haare machen soll oder, keine Ahnung, die Fingernägel lackieren soll. Und dann habe ich mir aber überlegt, nee, ich setze mich einfach nur hin, mache mir endlich mal einen Tee. Ich schaffe es nämlich nie, dass mein Tee dann heiß ist, wenn ich ihn trinken kann. Ja, weil ich mache mir einen Tee und dann wusel ich immer total rum. Man kann ihn ja nicht gleich trinken. Und diesmal habe ich mir überlegt, nein, ich setze mich einfach hin und trinke mit euch jetzt eine große Tasse Tee. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch was zu trinken zu holen oder zu essen. Kekse noch von Weihnachten. Ich glaube nämlich, dass dieses Video etwas länger wird. Ich hatte dazu auch nochmal gefragt, was ihr euch wünscht, ein langes Video oder ein kurzes. Und ganz, ganz viele haben geschrieben, dass ich doch bitte ein langes Video online stellen soll. Mache ich gerne. Ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Also ich versuche es, was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird, weil ich bin eine kleine Labertasche. Ihr merkt schon, allein mein Intro ist schon wieder ewigst lang. Aber das Q&A hat schon gestartet, würde ich sagen. Sorry auch, dass ich hier im Esszimmer bin. Es hallt wahrscheinlich ein bisschen, weil es ja hier ziemlich hoch ist. Also sorry dafür. Holt euch jetzt einfach gemütlich einen Tee, eine Decke, flitzt euch aufs Sofa und wir quatschen einfach eine Runde zusammen. Also ich führe Selbstgespräche und ihr hört zu. Und wir starten jetzt auch direkt durch in dieses Video, weil es wird wahrscheinlich echt lange. Und zwar haben wir verschiedene Fragen, wie gesagt, auf Snapchat. Wartet, ich starte mal mein Handy. Genau, wir fangen von hinten an. Habe ich jetzt hier die MXNX. Und zwar schreibt sie, ich fände super interessant, was deine Lebensweisheiten sind, ob du versuchst, positiv zu denken etc. und was deine Tipps für eine gute Beziehung Ehe sind. Okay, also das ist ganz schön viel. Allein dafür könnte ich schon ein 20-Minuten-Video füllen. Nein, Quatsch. Also, ich hoffe, dass ihr euch mittlerweile einen Tee geholt habt. Macht einfach auf Pause zwischendurch, wenn es euch zu lange wird, mache ich dann auch immer bei langen Videos. Und wusel rum und mach dann wieder auf Play. Das ist ja eben der Vorteil bei YouTube, ne? Also gut, meine Lebensweisheiten. Das kann ich jetzt natürlich nicht in 5 Sätzen sagen. Ihr wisst ganz genau, wie positiv ich bin, dass ich nie das Negative sehe in verschiedenen Dingen, Situationen, die mir so passieren. Ich bin vor, keine Ahnung, 3 Wochen liegen geblieben, weil ich keinen Sprit mehr hatte zum Beispiel. Ich habe trotzdem gelacht, fand es natürlich total blöd, hat mich ewig Zeit gekostet, aber es war ja meine Schuld. Jeder, der mir jetzt das erste Mal zuschaut, denkt sich, Alter, warum tankt die nicht, die Frau? Ich hasse tanken. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß das auch. Jetzt so als Beispiel, ich habe ja trotzdem nicht rumgemotzt und so weiter. Gut, es war auch meine Schuld, aber auch wenn irgendwas anderes passiert, sehe ich das Ganze trotzdem mit einem Lächeln. Ich muss es ja eh machen, ob es jetzt meine Wäscheberge sind, ob es jetzt die Küche ist, die ist total unordentlich, weil ich jetzt gerade gekocht habe. Ich muss es ja machen. Also warum soll ich rummotzen? Warum soll ich meine schlechte Laune an jemand anderem auslassen, der nichts dafür kann? Natürlich, wenn blöde Nachrichten kommen, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche schlimmen Sachen, dann bin ich natürlich auch traurig. Das ist jetzt keine Frage. Also hier scheint nicht nur die Sonne über diesem Haus. Lebensweisheiten, ja, wie gesagt, also das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich mache euch da mal ein separates Video. Und ja, ich versuche wirklich alles immer positiv zu sehen und meine Tipps für eine Beziehung bzw. Ehe, dazu hatte ich euch ja schon mal im Style & Talk ein bisschen was erzählt. Und zwar ist es mir halt total wichtig, ich sag's nur ganz kurz nochmal, dass man ehrlich miteinander ist und
sich treu bleibt, dass man den Partner respektiert. Das gilt jetzt nicht nur für meine Ehe, sondern für meine zwischenmenschlichen Beziehungen, egal mit wem, mit meiner Freundin, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, Geschwistern und so weiter. Das ist halt unglaublich wichtig. Also ich habe ja auch nichts davon, wenn mich jemand bescheißt, belügt. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Ne? Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir auch nicht zusammen und dann trennen sich unsere Wege, ganz einfach. Ich habe mir das hier auch drauf tätowiert, Onestà, auf Italienisch eben Ehrlichkeit und Treue. Ja, genau, das sind so meine, ja, wenn ich sagen kann, Tipps. Also ich hätte noch mehrere auf Lager, ne? Aber wir wollen ja dieses Video auch nicht sprengen. Okay, dann haben wir hier die IriHS56 auf Snapchat, eine weitere Frage, wie alt bist du? Hab dich lieb, sehe jedes Video von dir und der Max ist sehr lustig. Würde mich freuen, wenn du mich grüßt. Okay, liebe Grüße an dich. Danke für das Kompliment für den Max. Und wie alt ich bin? 24, schon seit ein paar Jahren. Also ich bin nicht so alt, wie ich aussehe. Ich werde immer älter geschätzt. Vielleicht liegt es auch an den 4 Kindern. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich mit 27 4 Kinder. Genau, mit 27 habe ich den Lissandro bekommen. Jetzt könnt ihr es euch ausrechnen. So, die S. Schreiner 405 fragt, wie geht's deiner Familie? Kannst du uns grüßen? Unsere Namen sind Mara und Sarah. Liebe Grüße an euch. Sorry, dass ich mich jetzt mal so hingesetzt habe. Ne? Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich habe es mir jetzt ein bisschen gemütlicher gemacht. Okay, also, wie geht's deiner Familie? Ja, also uns geht's gut soweit. Ihr seht dieses Video ja jetzt nach Weihnachten. Für uns war das Weihnachtsfest noch nicht. Es steht immer noch in den Sternen, ob wir hier Weihnachten feiern oder nicht. Und ja, der übliche Stress, ne, so kurz vor Weihnachten, aber es geht uns trotzdem allen gut. Vielen Dank, dass du gefragt hast. Dann habe ich jetzt die Jabana 040. Sie fragt, wie feiert ihr dieses Jahr Weihnachten? Kannst du mich grüßen? Ich heiße Jana. Ihr seid so eine bezaubernde Familie. Vielen Dank, liebe Jana, für deine lieben Worte. Ja, wie feiern wir Weihnachten? Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Es steht noch in den Sternen. Das entscheidet sich bei uns ja immer ultra kurzfristig, ob wir nach Italien fahren zu meinen Eltern oder nicht. Meine Schwester ist dieses Jahr auch in Italien bei meinen Eltern. Ich würde mich wahnsinnig freuen, sie wiederzusehen. Ich habe sie jetzt schon, ich glaube, 1,5 Jahre nicht mehr gesehen, also richtig lange. Sie studiert ja in London und es ist auch echt immer schwierig, dass sie mal wegkommt. Und ich würde mich natürlich total freuen, Weihnachten bei meinen Eltern zu verbringen oder zu feiern. Es ist halt geschäftlich bei uns total schwierig. Und ich bin total spontan. Dazu hat mich mein Mann erzogen, sagen wir es mal so, erzogen. Weil es ist natürlich mit so einer großen Familie schwierig, also organisatorisch, dann mal alles zu packen und dann einfach mal 2000 Kilometer in den Süden zu fahren. Ne? Aber hey, ich bin es gewohnt, alles gut. Upsala. Und vor allen Dingen, ich bin ja eh, was meine Wäsche betrifft, total pingelig. Das wisst ihr ja, es ist alles so in den Schränken, also ich muss einfach nur einmal reingreifen und alles in die Koffer packen. Hört sich jetzt auch wieder einfach an, aber für 6 Personen zu packen ist jetzt auch nicht gerade so gemacht in 5 Minuten und der Hund noch. Aber das kriege ich alles hin, ne? Und wenn ich eine Nachtschicht einlege, Hauptsache ich sehe meine Eltern an Weihnachten. Ich trinke mal eben kurz, Entschuldigung. Er ist schon wieder lauwarm, ich schaff's einfach nicht. Die Tasse ist übrigens schon ganz, ganz lang. Bei mir, die habe ich mal im Disneyland gekauft, beziehungsweise habe sie von dort bekommen, die ist mir heilig. Wenn die kaputt gehen würde, dann wäre ich echt traurig, die ist schon sehr, sehr alt. 20 Jahre. Oh mein Gott, dass ich das mal sage. Ey, ich werde alt. Wenn man sowas sagt, ne, dann ist man schon etwas älter. Nein, ich bin 24. So, also die Linda fragt mich, wie alt sind deine Kinder? Liebe Linda, also der Max ist 18, dann kommt der Moritz, der ist 14, der Gianluca ist 12 und der Alessandro ist 11. Dann haben wir die Michelle Lett 277. Was macht ihr an Weihnachten? Habe ich ja gerade schon beantwortet, weiß ich noch nicht, leider. Ich hoffe übrigens, dass ihr ein zauberhaftes Weihnachtsfest hattet mit euren Lieben zusammen, dass ihr eine schöne Zeit hattet, gemütlich zusammengesessen seid, lecker gegessen habt und ja, es ganz toll war für euch. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Weihnachtsfest war. Da würde ich mich echt freuen, würde mich echt interessieren. Also sowas interessiert mich immer. Bin ja auch ein bisschen neugierig, ne? So, dann haben wir die nächste Frage und zwar von der Ale K. Simi, wahrscheinlich sage ich es falsch, entschuldige bitte dafür. Und zwar schreibt sie, dein Haus und deine Deko ist traumhaft. Grüße, Alexandra. Herzlichen Dank für deine lieben Worte.
Und sie fragt, was ist dein Lieblingsdekostück? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wir haben ja relativ wenig Deko hier im Haus, aber im Moment stehe ich total auf meinem Kranz, der mir ja angefertigt wurde vom Floristen, vom Gärtner. Und ich bin ganz glücklich. Ich bin sehr zufrieden, wie er es gestaltet hat. Es ist ein Unikat und mir gefällt es halt total gut. Ihr seht es da hinten im Glas ein bisschen, umso dunkler das jetzt draußen wird, umso mehr könnt ihr es dann erkennen. Aber in meinen Vlogs habt ihr das ja schon gesehen und das ist im Moment mein absolutes Lieblingsstück, das jetzt dann in ein paar Tagen leider wieder abgehängt wird und dann leider weggeworfen wird, weil das kann man nicht nochmal verwenden, weil es ja frisch ist. Okay, dann haben wir die Miri 78. Wie alt sind deine Söhne? Woher nimmst du deine Lebenseinstellung? Also, meine Söhne sind, habe ich glaube schon gesagt, ne? Und meine Lebenseinstellung, ja, ich bin einfach so positiv und meine Lebenseinstellung, das ist halt in den Jahren so gewachsen, ne? Meine Einstellung zum Leben, also die Erfahrungen, die man macht und man macht natürlich auch Scheißerfahrungen und schlimme Dinge mit, die ich keinem wünsche, aber auch hier, wie gesagt, scheint nicht jeden Tag die Sonne und ja, das sind halt so Erfahrungen, die man macht. Ja, und dann halt eine gewisse Einstellung zu Dingen hat. Dann habe ich die Nadja-161. Mich würde interessieren, wo ihr dieses Jahr Weihnachten verbringt und wie euer Weihnachtsfest aussieht, also wie ihr es gestaltet. Genau, das hatte ich ja, glaube ich, schon beantwortet. Dann habe ich jetzt die EA-TPS. Oh mein Gott, sorry, wenn ich es falsch sage. Ich glaube, die Frage ist komisch und unangenehm, aber warum zeigst du nicht deinen Mann? Will er es nicht oder findet er es nicht gut, dass du YouTube machst? Tut mir leid für die Frage. Also du musst dich nicht entschuldigen, das ist total legitim, sowas zu fragen. Du hast es ja ganz normal formuliert, deshalb finde ich es auch total in Ordnung, alles gut. Also mein Mann teilt es natürlich mit mir, mein Hobby. Es wäre jetzt komisch, wenn er sagen würde, nee, finde ich total scheiße, was du machst, mach das nicht und ich würde es trotzdem machen. Also ihr könnt es mir natürlich nicht verbieten, aber hier ist ja, was YouTube betrifft, schon ganz schön was los. Ne? Die Softboxen, die Kamera ständig und so. Wenn er es blöd finden würde, ja, würde ich es natürlich nicht machen. Also das würde ich dann irgendwie komisch finden. Ach ja, und warum ich ihn nicht zeige? Also mein Mann ist halt den ganzen Tag auf der Arbeit, von früh bis spät. Und ja, deshalb kommt er halt nicht so oft vor. In den Vlogs ist er schon manchmal zu sehen. Aber jetzt zum Beispiel ist er ja auch gerade auf der Arbeit. Sonst würde er hier mal vorbeilaufen durchs Bild. Gut, dann fragt die André, 4x I, AA2, was ist dein allergrößter Traum oder Wunsch? Oh mein Gott, das ist eine schwierige Frage, aber eine schöne Frage, wie ich finde. Mein allergrößter Wunsch ist es zunächst mal, dass wir alle gesund sind und dass wir glücklich sind. Gesundheit können wir uns leider nicht kaufen, das ist nun mal so. Wir haben ja leider auch einen ganz, ganz schlimmen Fall in der Familie. Daran erkennt man wieder, wie wichtig Gesundheit ist und das wissen wir alle. Ich glaube, das Fass muss ich jetzt nicht aufmachen. Aber ja, das ist halt mein Wunsch, dass wir alle gesund sind. Und ich denke nämlich ganz einfach, dass mit der Gesundheit alles Weitere kommt. Also wenn man gesund ist, kann man arbeiten, dann ist man glücklich. Dann ja, kann man Dinge erleben und ja, ein schönes Leben haben. So denke ich. Genau, und mein größter Traum ist es tatsächlich, dass meine vier Jungs natürlich gesund sind, eine gute Laufbahn ja, bekommen, was Schule betrifft, eine Schullaufbahn und dann im Arbeitsleben Fuß fassen. Und dann wünsche ich mir, dass sie natürlich auch eine Familie gründen. Und mein größter Traum wäre es, dass sie alle gemeinsam mit mir und meinem Mann natürlich an einem Tisch sitzen mit ihren Familien. Vielleicht habe ich ja dann sogar Enkelkinder. Oh mein Gott! Okay, wir reden jetzt hier von in 20, 30 Jahren. Ne? Jetzt will ich noch nicht Oma werden, werde ich auch nicht. Jedenfalls, dass wir alle gemeinsam an einem Tisch sitzen und ich sie bekoche. Ich liebe Schwiegertöchter bekomme. Das wäre schon cool. Ja. Also das wäre mein größter Traum. Mein Gott, jetzt habe ich ganz schön ausgeholt. Ne? Sorry dafür, Leute. Dann habe ich love_unicorns54. Wie alt sind deine Kinder? Habe ich schon beantwortet. Und warum heißt dein Kanal Rossella Mia? Das habe ich euch auch schon mal erzählt. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her. Ganz kurz die Kurzfassung. Ihr wisst, ich habe vier Jungs. Ich habe keine Mädchen bekommen. Bei uns in Italien ist es Brauch, dass wenn man, wenn ich jetzt ein Mädchen bekommen hätte, hätte ich gerne den Namen meiner Mama.
umgewandelt, irgendwie so, und das meinem Kind quasi gegeben, diesen Namen, 1, 2, 3, ich rede zu schnell, ne, weil ich schon weiß, dass das Video so lang wird. Jedenfalls heißt meine Mama Rosa und ich habe ja keine Mädchen bekommen und ich fand den Namen Rosella immer so schön. Rosella habe ich mir immer, als ich schwanger war, gedacht und noch nicht wusste, was für Geschlecht es wird, habe ich mir immer so gedacht, Mensch, Rosella wäre doch total schön. Ja, und das ist keine Rosella geworden, deshalb heißt mein Kanal so. Okay, dann habe ich hier J. Schad 2003. Mit wie vielen Jahren hast du geheiratet? Oh, ich war sehr jung, als ich geheiratet habe. Ich habe mit 23 geheiratet. 23, super jung. Echt super jung. Und mit 27 hatte ich tatsächlich schon 4 Kinder. Ist das nicht krass? Wahnsinn. Ja, so ist es. Dann die Efi-BLVCK47. Sorry. Also entschuldigt bitte, wenn ich eure Namen falsch irgendwie ausspreche. Wird noch ein Video mit Max kommen? In welches Land wolltest du schon immer mal reisen? Ah ja, das ist die Adelina. Hallo Adelina! Ja, und ich bin ein Vorbild für sie. Vielen Dank für deine lieben Worte. Ich freue mich immer, wenn du kommentierst. Ich freue mich über alle Kommentare. Manche Namen kann ich mir schon merken mittlerweile, ne? Und genau, die Adelina ist schon ganz, ganz lang dabei. Jedenfalls werden natürlich weitere Videos mit Max kommen, keine Frage, wenn der Max Bock hat, ne, dann ist er mit dem Video, und wenn er keine Lust hat, dann eben nicht. Dazu habe ich auch noch ein richtig krasses Thema, oh, da würde ich so gerne mal mit euch drüber sprechen. Egal, jedenfalls, in welches Land, genau, ich reisen möchte. Also ich würde schon gerne mal so nach Amerika, ne, also ja, würde ich schon gerne. Oder früher wollte ich total gerne mal nach Florida, Hawaii, Bali. So, sorry, wenn ich so oft cutten muss, aber meine Kamera geht ständig aus, weil sie sich erhitzt. Jedenfalls werden es richtig krasse Länder, beziehungsweise Orte, und es ist natürlich sehr schwierig mit 4 Kindern. Natürlich könnte ich auch ohne meine Kinder verreisen, aber das möchte ich nicht. Ja, die sind ja noch relativ klein, also der Alessandro, und mal schauen. Mal schauen, was das Leben noch so bringt. Jedenfalls fliege ich nicht so gerne und deshalb wird es wahrscheinlich eher schwierig, ne, so über ein großen Teich, wie schön man dazu immer sagt, ne? Ich würde so Panik da oben kriegen, aber naja, das würde ich natürlich wahrscheinlich doch auch in Kauf nehmen, um mal so eine, ja, schönes, so schöne Orte zu sehen. Wir haben ja auch keine Hochzeitsreise gemacht, mein Mann und ich, weil es einfach wegen der Arbeit nicht ging, ne? Auch traurig, dürfte man eigentlich auch niemandem erzählen, aber das ist halt die Wahrheit, so war es halt. Lorraine-Pia, sorry, isst du gerne italienische Gerichte? Ja, wenn es nach mir gehen würde, würde es jeden Tag Pizza geben und Nudeln. Ich liebe Nudeln. Nudeln mache ich ständig. Also Kartoffeln sind bei uns eher selten, aber dafür ganz viele Nudeln. In verschiedenen Variationen. Wer mir auf Snapchat und auf Instagram folgt, der weiß, ja, wie gerne ich koche und wie oft es Nudeln gibt. Okay, dann fragt mich die Susanne 1978. Liebe Heidi, ich bin eher eine deiner stillen Zuschauerinnen, aber ich hätte dennoch ein paar Fragen. Wie alt ist Bella? Bella ist 7. Wo lasst ihr sie, wenn ihr mit der ganzen Familie unterwegs seid, wie zum Beispiel in Wolfsburg? Und meine zweite Frage lautet, wie alt bist du? Ich bin noch total jung. Ich bin 24 seit ein paar Jahren. Nein, also wenn ich mit 27 den Alessandro bekommen habe, und das war mein letztes Kind, also mit 27 hatte ich 4 Kinder, dann wisst ihr, wie alt ich jetzt bin, weil ihr wahrscheinlich wisst, wie alt der Alessandro ist, ne? Jedenfalls, wo lassen wir die Bella, wenn wir Ausflüge machen? Also die Bella ist normalerweise hier zu Hause, wenn wir zum Beispiel in ein Schwimmbad fahren, das weiter weg ist, ne? In ein besonderes Schwimmbad, wie zum Beispiel in Frankfurt, keine Ahnung, oder in Nürnberg waren wir ja vor kurzem. Ein paar Stunden kann die Bella alleine zu Hause sein, das ist kein Problem, aber Wolfsburg, da waren wir ja über Nacht und in Wolfsburg sind keine Hunde erlaubt. Das war natürlich ein bisschen ein Problem und deshalb hat sich meine Freundin und die Mama von Milan, meine Nichte, ja, bereit erklärt, auf die Bella aufzupassen, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe, denn der Max wollte diesmal auch mit. Das letzte Mal war der Max nicht dabei in der Autostadt und dann ist er mit der Bella hier zu Hause geblieben. Genau. Ja, und jetzt schreibt sie noch, meine Fragen sind nicht despektierlich gemeint, sondern mich interessieren die Antworten wirklich. Ich bin 39, habe einen Sohn, 13, und ebenfalls ein Labrador-Mädchen, und die ist 2. Ja, lieben Dank für deine lieben Worte.
Ich freue mich über alles, was ihr mir schreibt. Und wie gesagt, solange jemand das nett formuliert, habe ich überhaupt kein Problem damit, euch Dinge zu beantworten. Einfach in Kontakt mit euch zu bleiben. Ich finde, es gibt gewisse Dinge, die mir auch manchmal geschrieben werden. Wer mir auf Snapchat folgt, weiß, was ich jetzt meine, ne? Wegen meinem Handy. Und das finde ich dann teilweise schon komisch, aber das ist halt das Internet, ne? So das Anonyme. Aber ich fand die Fragen jetzt total in Ordnung und fand die auch überhaupt nicht böse. So, dann die Lo012. Wie heißt deine Kamera? Ich habe jetzt hier meine Sony 5100, glaube ich, heißt die. Und dann habe ich ja noch die Canon 700D. Und dann habe ich mir noch eine neue gekauft, die Panasonic GH. Schlag mich tot, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die mich ein Schweinegeld gekostet und wir sprechen definitiv nicht dieselbe Sprache. Ich muss mich damit noch ein bisschen beschäftigen und werde dann mit der auch drehen. Aber es ist echt schwierig. Also man muss da so viel nachlesen und so. Und ich habe keine Geduld. Ich will sofort loslegen und will ein schönes Bild haben. Und es ist echt schwierig. Ja, so viel zu meinen Kameras. Dann die Anastasia Pfarrer schreibt, wie alt sind deine Kinder? Habe ich ja schon beantwortet. Dann unterstrich CX Rinx fragt, wie feiert ihr Weihnachten? Hab dich ganz doll lieb. Du machst tolle Videos. Vielen Dank. Ich habe ja schon erklärt, dass ich nicht weiß, was wir an Weihnachten machen. Von welcher Firma ist deine Küche? Oh, meine Küche, die ist von der Firma Intuo und Intuo, so heißt. Und ich liebe unsere Küche. Ich habe da so ultra lang drauf gespart und da spielt sich halt unglaublich viel ab. Ich koche ja total gerne, das wisst ihr. Und mir war halt wichtig, dass ich mich sehr wohlfühle in meiner Küche, weil ich da halt echt viel Zeit verbringe. Mit vier Kindern kocht man ja viel. Also ich koche viel für meine Kinder, das wisst ihr. Und ich liebe sie. Ich liebe meine Küche. Okay, dann fragt mich die Frieda.he. Wie lange bist du schon verheiratet? Kirchlich oder standesamtlich? Mag deine Videos total gerne. Also ich bin tatsächlich schon sehr lange verheiratet. Wir haben 2002 geheiratet, mein Mann und ich. Und wir konnten leider nur standesamtlich heiraten. Leider nicht kirchlich. Ich hätte sehr gerne kirchlich geheiratet. Aber das geht leider nicht, weil mein Mann schon mal verheiratet war und er somit in der katholischen Kirche nicht mehr heiraten darf. Ja, und mein Mann und ich, wir foppen uns ja immer, ne? Das wisst ihr ja, das wisst ihr ganz genau. Und ständig veräppeln wir uns gegenseitig. Und jetzt erzähle ich euch was ganz Privates. Sorry übrigens, dass ich so da sitze. Ich hoffe, es stört euch nicht oder es sieht irgendwie komisch aus. Sorry, aber so ist es irgendwie bequemer gerade für mich. Jedenfalls veräppeln wir uns immer. Und ich sage zu meinem Mann manchmal, es ist schon lange her, dass ich das gesagt habe, also jetzt sage ich es eigentlich gar nicht mehr, auf jeden Fall ist es immer total lustig gewesen. Und dann sage ich, nee, wir konnten nicht kirchlich heiraten, weil vor Gott ist ja mein Mann noch mit seiner Ex-Frau verheiratet. Und dann lache ich ihn immer total kaputt und schauen so an, so, ja. Und ja, ist halt total witzig, mein Gott, wir foppen uns halt. Es ist halt nun mal so, also es ist ja jetzt nichts Schlimmes, ne? Mein Mann hatte halt nun mal ein Leben vor mir, genauso wie ich ein Leben vor ihm hatte und alles gut, alles gut. Also nicht kirchlich, leider. Kirchlich ist mein Mann, vor Gott ist er noch mit seiner Ex-Frau verheiratet. Ich muss da selbst drüber lachen, sorry Leute, sorry. Mein Gott, was erzähle ich euch da eigentlich, ne? Schon sehr privat. Jetzt bekomme ich wahrscheinlich den Hate des Grauens ab. Okay, stehe ich drüber. Also, die Schweinwohner fragt. Ich hätte dich gerne gefragt, ob du manchmal ein Nickerchen machst oder gerne machen würdest. Denn es wirkt so, als hättest du dafür keine Zeit. Andererseits wirkst du aber auch immer sehr fit. Wüsste gern mal, wie du das schaffst. Also, ich bin mittags schon auch ab und zu mal müde, ne? Ich würde schon gern mal ein Nickerchen machen, ne? Sehen wir mal ehrlich, aber es funktioniert nicht. Also ständig muss ich irgendjemand abholen, hinbringen, habe Termine, gehe dann abends ins Büro, muss hier aufräumen und so weiter. Also mit vier Kindern könnt ihr es euch vorstellen, was ich an Wäsche habe und hier natürlich auch alles regeln muss und so. Aber ich würde mich schon gern mal hinlegen. Ne? Aber das, ich weiß nicht, wann ich mich mittags das letzte Mal hingelegt habe, ganz ehrlich. Also, ne. Ne, nicht, dass ich wüsste. Ne, aber ich würde es gerne machen. Okay, dann Julia.jir fragt, wie süß, wieso bist du so ein sympathischer Mensch? Du bist immer mega fröhlich und nie böse. Wie schaffst du das?
Oh Mann, das klingt voll eingebildet, wenn ich das vorlese, ne? Also, ich bin schon ab und zu auch mal böse. Julia, sind wir mal ehrlich, wir zwei. Aber ich sehe trotzdem das Positive an der Sache. Was soll ich denn machen, wenn mir irgendwas Blödes passiert? Warum soll ich meine Laune an jemand anderem auslassen? Wenn ich einen Strafzettel bekomme, bin ich schuld. Wenn ich zu schnell fahre, bin ich schuld. Wenn ich, keine Ahnung, wenn Dinge passieren, kann ich sie wahrscheinlich in dem Moment nicht ändern. Also schaue ich, dass ich irgendwie lache und trotzdem das Beste draus mache. Meine Wäscheberge, ja? Soll ich jetzt in die Waschküche runtergehen und total sauer sein und schlecht gelaunt und mir sagen, scheiße, ich muss den ganzen blöden Scheiß da machen? Nee, ich gehe runter, mach's und bin gut gelaunt und versuche mir mein Leben selbst so zu gestalten, dass es eben nicht so negativ und ja, schlecht beeinflusst ist. Versteht ihr, wie ich meine? Ich kann das schlecht rüberbringen, ne? Ich bin ja Ausländerin, sorry, Italienerin und so. Ich finde da oftmals nicht die richtigen Worte. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es passieren natürlich auch hier im Haus Dinge, die nicht schön sind. Da bin ich auch traurig. Ich bin böse. Ja, und ich schimpfe auch mal mit meinen Kindern. Also die streiten auch. Ich werde ganz oft gefragt, ob das immer so ist, dass die immer lachen und gemeinsam spielen und so. Die streiten schon auch. Und dann muss ich schlichten. Und dann muss ich viel reden. Aber also weder werden die Kinder geschlagen, noch irgendwelche schlimmen Sachen. Ne? Ich meine, das ist jetzt mal Grundvoraussetzung, das brauche ich, glaube ich, nicht dazu zu sagen. Aber wenn schlimme Dinge passieren, bin auch ich traurig. Wir haben auch ganz viele schlimme Sachen schon erlebt. Jetzt auch vor kurzem, ihr wisst, dass mein Patenkind schwer erkrankt ist und so weiter. Das sind Dinge, die sind furchtbar, ganz schlimm. Aber glaubt mir, da werde ich doch nicht die Kamera drauf halten, oder? Also, ne? Wenn die Kinder streiten, hole ich mir die Kamera raus und zeige euch das. Also ich habe auch verschiedene YouTube-Videos geschaut, in denen Kinder rumschreien, sich auf den Boden werfen und so beim Töpfchentraining gefilmt werden, ja, wo ich mir denke, Leute, wenn eure Kinder größer sind, die werden das so schlimm finden, aber das sind natürlich Erfahrungen, die ich jetzt schon habe, weil meine Kinder eben größer sind, die entscheiden selbst, wann sie gezeigt werden möchten und wann nicht. Und ich weiß, dass wenn ich irgendwelche Szenen jetzt im Internet hätte von meinen Kindern, als sie kleiner waren, die peinlich wären, hätte ich ein Riesenproblem mit meinen Kindern. Ja, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, jeder für seinen Kanal, jeder ist für seinen Kanal verantwortlich. Ich kritisiere hier keinen, um Gottes Willen. Nur so viel zum Thema, dass natürlich auch hier nicht immer die Sonne überm Haus scheint, ne? Und dann aber die Kamera ausbleibt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich irgendwie verstellt oder nicht authentisch ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, mein Gott, ich habe ausgeholt. Frau Hoff, die kommentiert auch immer, finde ich total lieb. Liebe Grüße an dich. Sie fragt, wäre ein fünftes Kind für euch noch denkbar? Die Frage bekomme ich ganz oft. Ja, warum nicht? Also, das darf nur mein Mann nicht zuhören, ne? Meine Kinder. Ja, also, wenn, ja, also, ja, wäre denkbar. So. Ihr merkt schon, ne? Okay, dann fragt die Gruber Stony, wie bringst du alles unter einen Hut? Was machst du für dich, um deinen Akku aufzuladen? Lieben Gruß, meinen Respekt. Liebe Grüße zurück. Von ihr bekomme ich auch immer ganz, ganz liebe Kommentare. Da freue ich mich, wie ich alles unter einen Hut bekomme. Also das ist natürlich auch jahrelange Erfahrung und ja, also man wird ja nicht geboren und weiß dann schon alles und wie das ist mit so vielen Kindern. Das sind Lernprozesse und wie ich das unter einen Hut bekomme, ja. Also ich würde jetzt von mir behaupten, und das klingt natürlich sehr eingebildet, klar, so kommt es wahrscheinlich rüber, möchte ich aber nicht, dass es so rüberkommt. Ich bin halt sehr organisiert, also das heißt, ich habe schon so einen Ablauf im Kopf, so was die Uhrzeiten betrifft und wie lange ich für was brauche und bin aber dann wirklich von früh bis spät auf den Beinen und organisiere alles und manage das alles. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das zugeflogen kommt, dass ich Schwiegereltern da habe, dass ich meine Eltern da habe, die mir helfen, die Kinder abnehmen. Wenn es bei euch so ist, dann habe ich wirklich vollstes Verständnis dafür. Ich wünsche es euch und ich gönne es euch. Bei mir ist es leider nicht so. Und manchmal wünschte ich, ich könnte bei meinen Schwiegereltern oder bei meinen Eltern besser gesagt, meine Schwiegereltern sind ja schon gestorben,
Ich wünschte mir, dass ich dort essen gehen kann, dass sie auch mal die Kinder nehmen, vielleicht mal über den Weihnachtsmarkt laufen. Nicht, weil ich mich dann hinlegen will und schlafen möchte, sondern einfach, ja, dass sie mit Oma und Opa aufwachsen, dass sie Großeltern haben und ja, die meinen Kindern auch was Schönes beibringen können, ne? Und das habe ich halt nicht und ich muss halt alles selbst in die Hand nehmen und da muss man tatsächlich mit so vielen Kindern organisiert sein, ne? Weil sonst läuft das alles komplett aus dem Ruder und dann sind alle schlecht gelaunt, wenn sie irgendwas nicht finden, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, wenn es nur ein Tesafilm ist, suchen und dann geht's los, ja Mama, ich muss aber mein Plakat fertig machen und ich brauche aber ein Edding, bla bla bla, was es halt alles so gibt, ne? Und wenn du da nicht organisiert bist, Leute, dann läuft der Tag schief. Und das funktioniert nicht mit Elternabende, keine Ahnung, was halt alles so ansteht. Oh mein Gott, ihr wisst selbst, ne? Und dann müssen sie Geld einsammeln für Bücher oder fürs Weihnachtsgeschenk für den Lehrer. Und dann musst du einfach total organisiert sein, sonst läuft das irgendwie nicht, ne? Mit so vielen Kindern. Wahrscheinlich ist es mit einem Kind nicht anders, ne? So, dann die nächste Frage, die Ella K. Wollt ihr noch ein Kind? Das scheint euch echt total zu interessieren. Ich habe ja 4 Kinder, 4 gesunde Kinder und ich denke, das ist echt super, oder? 4 Kinder, Wahnsinn. Ich freue mich total, dass ich 4 Kinder habe. Das ist echt das schönste Geschenk aller Zeiten. Und ich habe ja auch noch mein Patenkind. Ja, ein Mädchen. Wie alt bist du? Kannst du mich grüßen? Ich heiße Anna. Liebe Grüße an dich, Anna. Zu meinem Alter habe ich ja vorhin schon was gesagt. Dann Nordlicht Grafikdesign fragt. Hallo, liebe Heidi. Ich wollte dich fragen, was die Lieblingsklamottenmarke deiner Jungs ist. Und wo kaufst du sie meistens? Vielleicht gibt es ja eine bestimmte Marke, die euch vom Stil und von der Qualität am meisten überzeugt. Liebe Grüße, Katharina. Liebe Grüße an dich zurück, liebe Katharina. Also der Max, der steht total auf Jack & Jones, mein Mann auch. Da kaufe ich auch das meiste für die beiden. Ansonsten gibt es für den Lesandro immer mal was von Zara. H&M ist auch total gut. Der Luki steht total auf Billabong. So heißt es, glaube ich. Ja, und der Moritz steht halt auf Adidas, so, ne, das habe ich jetzt 2 Pullis gekauft und Nike-Schuhe und so, ne. Und jetzt ist mein Handy leer, ne, weil der Akku natürlich leer ist, war ja klar. Ich lade das mal eben auf und dann hole ich euch nochmal dazu. Oh Mann, das kann echt nur mir passieren, ne, obwohl ich hier diese Box habe, aber die scheint auch jetzt leer zu sein. Also ich komme gleich wieder mit neuen Fragen, trink mal an meinem Tee hier. Ja, die ist aus dem Disneyland. Kennt ihr den? Von Schneewittchen und den 7 Zwergen. Ja, ich bin ja irgendwie das alte Schneewittchen. Allerdings habe ich nur 4 Zwerge. Ja, Schneewittchen in alt. Wobei Schneewittchen natürlich viel, viel hübscher und schöner ist als ich. Okay, ich lade mein Handy und dann kommen wir nochmal zusammen. Bis gleich. So, okay, Akku wieder geladen. Und zwar fragt mich die Tutti Liz. Die ist total lieb, die schreibt auch immer ganz liebe Kommentare. Vielen Dank dafür, dass du auch immer mit dabei bist, auch in den Vlogs und so weiter. Und zwar schreibt sie, gibt es einen besonderen Traum, den du dir gern noch erfüllen würdest? Außer natürlich Familie und Gesundheit, das steht ganz klar an erster Stelle. Ja, sehe ich natürlich genauso, dass das an erster Stelle steht. Ansonsten wünsche ich mir natürlich das, was ich euch vorhin schon erzählt habe, dass meine Jungs gesund sind, mein Mann natürlich und... ja, dass sie glücklich werden. Also gut, ich bin jetzt gerade ein bisschen außer Atem, ne? Sorry dafür. Okay, dann fragt mich Love, Beauty and Hobbies. Wollt ihr noch ein Baby haben? Liebe Grüße, Karima. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wie gesagt, scheint euch sehr zu interessieren, ob wir noch ein Baby haben möchten. Dann wolltest du immer schon so viele Kinder haben und hättest du dir gerne ein Mädchen gewünscht. Ja, also ich wollte schon immer eine große Familie. Das kann man natürlich nicht so super durchplanen. Es gibt natürlich auch Dinge im Leben, die passieren und ja, einem in die Quere kommen. Aber ich wollte schon immer eine große Familie. Und ich freue mich auch, dass ich 4 Kinder habe tatsächlich. Und ich hätte schon auch gerne mal ein Mädchen gehabt. Ja, das gebe ich zu. Es hat nicht sollen sein, ne? Alles gut, alles gut. Dann fragt die Tascha.White, wie hast du deinen Mann kennengelernt? Oh, das ist ja eine etwas längere Geschichte. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das wirklich ausführlich hören möchtet. Die Kurzfassung ist, dass wir uns arbeitstechnisch immer wieder mal über den Weg gelaufen sind und uns so kennengelernt haben. Mein Mann mich irgendwann gefragt hat, möchtest du einen Tee trinken? Da veräpple ich ihn immer, immer veräpple ich ihn. Sag ich, und wollen wir mal wieder einen Tee trinken? Ne? Total lustig, mein Mann.
Ja, was soll ich sagen? Jedenfalls haben wir dann einen Tee getrunken und haben uns so kennengelernt. Und mein Mann war zu der Zeit schon über 2,5 Jahre, glaube ich, geschieden. Ich weiß nicht, warum ich es dazu gesagt habe, aber ich war halt nicht der Grund. So, so viel dazu. Dann Veri-Veruschka fragt, hallo Heidi, über welches Weihnachtsgeschenk würdest du dich dieses Jahr am meisten freuen? Liebe Grüße, Nina. Ja, liebe Nina, also ich weiß es nicht, habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. An sich weißt du, wenn du mir schon länger folgst, dass es mir total wichtig wäre, ein schönes Weihnachtsfest gemeinsam mit meiner Familie zu verbringen. Das kann man nicht kaufen. Das gibt es nicht zu kaufen. Das wäre total schön. Das würde ich mir natürlich wahnsinnig freuen. Ansonsten materiell habe ich keine Wünsche so an sich. Ich habe ein Elektrogerät beim, wo war denn das, Mediamarkt oder so gesehen, für die Küche. Es hat mich total interessiert, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, wenn das nicht unterm Baum ist, dann bin ich unglücklich. Also, ja. Mal schauen, was mir meine Kinder so basteln und was mir der Max so besorgt, wieder bei Amazon. Über das freue ich mich natürlich am meisten. Dann fragt die Carla, fragt, an welcher Uni studiert der Max? Das kann ich dir natürlich nicht sagen, liebe Carla, aber ich kann dir sagen, dass der Max erneuerbare Energie studiert. Ja, dann fragt die Tessa Kendra, ja. Hey Heidi, wohin würde deine Traumreise hingehen? Liebe Grüße. Ja, wie gesagt, also so richtig ferne Länder, die ich noch nie gesehen habe. Also ich habe echt nicht viel in meinem Leben gesehen von der Welt. Ich habe ja sehr jung Kinder bekommen, was das Schönste für mich ist. Und dadurch habe ich, wie gesagt, nicht viel von der Welt gesehen. Wir sind natürlich verreist mit unseren Kindern, gar keine Frage, ne? Also Kroatien, Italien, Spanien, wo wir überall nicht waren, so in den Süden, aber so richtig weit, also so, keine Ahnung, Dubai, Florida, Amerika, das habe ich halt alles noch gar nicht gesehen in meinem Leben. Und also so Österreich, Schweiz, das habe ich schon gesehen und da bin ich auch sehr glücklich. Aber ja, irgendwann, wenn Gott will, so würde meine Mutter jetzt sagen, sehe ich vielleicht auch mal irgend so ein fernes Land. Mal schauen. So, dann fragt NNAAOOUUII. Sie fragt, auch eine ganz liebe, schreibt mir auch immer wieder, und zwar, mich würde interessieren, ob dir deine Kinder im Haushalt auch helfen, wie Tischdecken bzw. abdecken, Kleider in den Schrank bringen und so weiter. Bei Max weiß ich, dass er sehr viel mit anpackt. Also bei Max ist es so, der Max, der baut mir Dinge zusammen, ne, wenn jetzt hier ein neuer Schrank ankommt oder so, da ist er schon fleißig oder bringt mir mal was runter, geht mal für mich einkaufen. Das macht der Max schon, aber da nehme ich den jetzt auch nicht so ein. Ne? Ich meine, der kann jetzt auch nichts dafür, dass er so viele Geschwister hat. Das ist ja hier mein Job. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf dem Sofa liege und schlafe und zu Max sage, ja, hier, geh mal für mich einkaufen. Ne? Ich mache dann wahrscheinlich auch irgendwie gerade was Wichtiges, hol gerade Moritz ab. Und dann fährt er mal kurz zu E-Center und holt einen Kasten Wasser oder so. Ne? Wie gesagt, mein Mann ist ja sehr viel auf der Arbeit und da unterstützt mich der Max schon ab und zu. Ne? Aber er ist ja auch noch jung. Man muss das alles auch gar nicht machen. Ansonsten die Jungs, wenn wir jetzt hier alle zum Mittag essen, nehmen die schon ihren Tisch und ihren Teller und räumen ihn ab. Spülmaschine haben wir auch, so einen Dienst. Das wechselt sich ab, dass sie das immer mal abräumen und aufräumen und einräumen, so rum. Aber da bin ich auch echt saupingelig. Ne? Wenn irgendjemand von denen dann wieder eingeräumt hat, die Teller und so, dann merke ich schon, oh mein Gott, ne, alles kreuz und quer, ich mache es lieber schnell selbst. Ist natürlich falsch, aber die Jungs müssen tatsächlich schon auch ein bisschen was machen, ne, aber wirklich nur ein bisschen. Das ist sehr schlecht von mir, das ist wirklich schlecht, aber ich beschwere mich auch nicht, dass ich viel Arbeit habe. Ich weiß ja, dass ich selbst schuld bin. So, dann fragt die Lena, hallo, ich wollte mal fragen, ob du mal dein ganzes Haus zeigen kannst. Wäre mega cool und du bist eine ganz tolle Mutter. Liebe Grüße, Lena, an dich. Vielen Dank für deine lieben Worte. Das komplette Haus. Also es ist so, in meinen Vlogs seht ihr ja schon einiges vom Haus. Ne? Also da nehme ich euch ja immer wieder mit und führe euch da halt, wo ich gerade bin. Da sieht man ja einiges. Ne? Also eine komplette Haustour wird eher schwierig. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich weiß, dass euch das sehr interessiert, aber ich weiß, es ist ein neu gebautes Haus und es interessiert euch auch, weil ihr vielleicht Inspirationen möchtet, weil ihr vielleicht auch gerade ein Haus baut und so. Und da gebe ich euch auch Tipps, also was zum Beispiel ich anders machen würde.
Ein kleines Beispiel, aber es ist halt echt schwierig auf YouTube. Man hat es jetzt mit meinem Handy gesehen, ne? Das war wieder das beste Beispiel, das allergeilste. Habe ich euch ja vorhin ganz kurz angedeutet. Da kam dann irgendwie ein Kommentar von wegen, ja, wie kann man denn 1300, schlag mich tot, Euro für ein Handy ausgeben, ne? Also da merkst du halt einfach, okay, bei manchen ist es halt wirklich komisch. Klar, ich meine, ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen, ne? Ich habe dafür gearbeitet. Ich bin alt genug, ich habe es keinem aus der Tasche geklaut, ich habe dafür keinen umgebracht, ich habe dafür gearbeitet und dann habe ich es mir irgendwann gekauft, ne, weil ich lang gespart habe und dafür muss ich keine Rechenschaft abgeben und hier in dem Haus ist das nicht anders, ne? Dann heißt es, boah, schau mal die, ne? Und jedes Kind hat ein eigenes Zimmer und so weiter. Ja, es ist halt schwierig auf YouTube, es ist wirklich sehr schwierig und ich habe da schon viel abbekommen, tatsächlich, aber ich bin da also relativ neutral, ne? Ich bin trotzdem lieb und nett und schreibe auch zurück, dass wir ja dafür arbeiten, aber jetzt so eine komplette Haustür wird echt schwierig. Ja, weil manche Menschen einfach nicht damit klarkommen, wenn andere glücklich sind. Und das ist halt sehr schade, ne? Das verstehe ich halt oftmals nicht. Ich kann es irgendwie nicht verstehen, weil ich mir dann immer so denke, ja, jeder ist ja für sein eigenes Glück verantwortlich, ne? Und wenn mir schlimme Dinge passieren, lasse ich das nicht an jemandem aus auf YouTube. Warum? Ich bin halt so erzogen. Ne? Aber gut, da habe ich schon einiges erlebt. Und jetzt auch kürzlich habe ich ein Video geschaut, das hat mich total geschockt. Hat mich voll aus der Bahn gebracht und da habe ich tatsächlich auch die Nacht ganz schlecht geschlafen, weil mich das sehr beschäftigt hat. Da können wir ein anderes Mal drüber reden, wenn ihr möchtet. Dann drehe ich euch nochmal so ein Video ab, erzähle ein bisschen, quatsch mit euch. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ich am besten so ein Video nennen könnte. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, aber ich denke, ich beende jetzt dieses Video. Es wird draußen dunkel, ihr könnt es sehen und ich muss jetzt gleich den Gianluca abholen. Der hat nämlich jetzt was ganz Besonderes vor und dann muss ich ja wieder ins Büro. Deshalb jetzt hier erstmal genug mit den Fragen, aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ich am besten dieses Video nenne. Ich weiß nicht, die Steffi hatte ja mal so Chit-Chat gemacht, das bedeutet ja, ne, so einfach eine Laberstunde, setzt euch mit hin dazu, kommt zu mir in mein Esszimmer und macht es euch gemütlich und wir quatschen eine Runde, so wie man das jetzt mit einer Freundin machen würde. Und ich suche noch so einen passenden Namen, irgendwie so, keine Ahnung. Heidi, erzähl mal oder so, ne? Weil mich auch ganz viele zum Beispiel zur Geburt der Kinder fragen oder zur Erziehung. Ganz viele Fragen zur Erziehung bekomme ich, weil ihr ja immer sagt, ja, und deine Jungs sind so gut erzogen und die sind so höflich. Also ja, ich könnte mich da schon mal hinsetzen und ein bisschen was erzählen. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass meine Jungs immer so sind, gell? Also ich habe es euch schon gesagt, hier regnet es auch mal, ne? Also über dem Haus scheint nicht immer die Sonne und da kommt gerade der Max. Ihr seht ihn nicht. Vielleicht in dem Glas gerade. Der wartet, dass ich fertig bin. Okay, also gut. Dann verabschiede ich mich jetzt hier an dieser Stelle. Mein Gott, ich sehe wahrscheinlich aus wie Lumpi. Keine Ahnung, war total blöd da gesessen. Sorry, ich hoffe, es hat jetzt auf euch nicht so unfreundlich gewirkt. Aber so sitze ich irgendwie voll gerne da, wenn ich mal sitze. Das hat jetzt voll gut getan. Die Pause gemeinsam mit euch. Und mein Tee, ihr glaubt's nicht, ne? Mein Tee, ich habe nur einmal getrunken, ist schon wieder kalt, das ist unglaublich. Ich schaffe es nicht, einen warmen Tee zu trinken oder einen heißen Tee. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch dieses lange Video zu euren Fragen gefallen hat. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich stelle nochmal ab. Stellt mir weitere Fragen, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten freue ich mich natürlich über eure Kommentare und ich hoffe, ich habe alles richtig rübergebracht. Sehr privat war das jetzt natürlich wieder, ne? Und der Max steht immer noch da und wartet. Und deshalb beende ich jetzt wirklich dieses Video. Lasst es euch gut gehen und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, alles, alles Liebe. Bis dann. Tschüss.